Herzlich. Willkommen zurück hier bei Minecraft Life in the Woods. Ihr seht im Hintergrund, der Berg, der baut sich noch auf. Ja, leider Gottes ist mir ein dummer Fehler passiert. Ich habe ja mit OBS Studio ein bisschen herum experimentiert. Ihr seht das vielleicht auch anhand der Grafik, dass es alles jetzt ein bisschen schöner in der Auflösung ist vom Bildschirm her, vom Bild her. Auch die Musik ist jetzt voneinander getrennt, also wir werden nicht mehr so ein Sounddesaster wie in der letzten Zeit erleben. Allerdings, eins ist mir passiert. Ich habe aus Versehen zwei Folgen gelöscht. Und ihr seht, in diesen zwei Folgen habe ich ein bisschen weitergebaut. Ich bin also gerade dabei, hier einen Weg in Richtung Dorf zu bauen. Das seht ihr hier durch diese zwei Bäume durch. Da hinten irgendwo, da ist das Dorf. Da machen wir auch heute weiter. Ich habe hier den Weg ein bisschen hergerichtet mit Umrandung und dergleichen. Der Garten hinten, der ist jetzt nicht weiter ausgebaut worden. Oh doch, eins, das wisst ihr noch nicht. Ich habe hier noch zwei weitere Felder hingesetzt. Also einmal hier ein Hafer und hier noch ein Spargel. Die Ananas ist fertig und upsala. Bambus dürfte jetzt auch fertig werden. Ich schau mal eben einen Moment. Einmal hier. Ja, dann haben wir auch den Bambus fertig. Sehr schön. Also das Feld ist komplett fertig. Hier haben wir Soja. Hier. Hier sind unsere Kartoffelkes. Das wisst ihr ja schon länger, dass die fertig sind. Hier auf diesem kleinen, schönen, gemütlichen Feld haben wir Sesamen. Und hier sind Tomaten. Ja. Die jetzt auch. Das sind, glaube ich, immer zwei. Ne, acht. Oh Gott. Ist ja die Hölle. Ja, Wahnsinn. Dann haben wir auch das Bananenfeld. Das Tomatenfeld fertig. Ist ja sehr geil. Ich bin angeschrieben worden, dass die Sounds im Spiel ein bisschen zu laut gewesen wären. Habe ich durchaus wahrgenommen, möchte ich auch in Zukunft verhindern, dass sie zu laut werden. Allerdings bei einigen Probeaufnahmen waren sie dann ganz leise und ich glaube, ein bisschen hören darf man davon schon. Man sollte nicht nur Musik oder nur mein Gelabere hören, finde ich dann doch auch doof. Aber ihr seht, dass jetzt die Felder alle, bis auf meine beiden neuen hier, Spargel und Hafer, komplett fertig sind. Ja, also Futtern ist gesichert. Futtern wie bei Muttern, hätte ich fast gesagt. Und können wir also uns sozusagen zufrieden zurücklehnen und können sagen, jo, wir werden nicht verhungern. Warten wir noch, bis die hier auch komplett fertig sind und dann werde ich die Felder immer nur abernten, wenn alle Pflanzen fertig sind. Ansonsten bin ich nur noch am Ernten und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu. Und ich möchte auch noch ein bisschen was anderes machen. Vor allem möchte ich mehr bauen. Viel mehr bauen. Und das kann ich nicht, wenn ich andauernd mich nur um die Pflanzen kümmere. Ja? Futterage ist gesichert. Unser Überleben ist gesichert. Das ist das Wichtigste. 16, ne? 16 ist die Obergrenze, okay. Dann machen wir das mal hier hin. Dann haben wir hier noch mehr Kartoffeln, dann haben wir hier noch mehr Ananas. Die Äpfel, die nehme ich mal mit, die haue ich mir zwischendurch rein. Hier legen wir jetzt noch ein bisschen Bambus an. Und das Ei nehme ich auch mal mit, das werde ich bei Gelegenheit einfach mal futtern. Dann ist es weg, ne? Und ja, da haben wir auch noch schwarze Heidelbeeren. Davon haben wir eigentlich reichlich. Also ihr seht, wir werden ganz sicherlich nicht hungern. Den Setzling, den werden wir aussetzen. Ist ja auch ein Setzling. Haha, ich bin so lustig. Und dann können wir eigentlich weitermachen mit dem Ausbau. So, Tropenholz, jede Menge. Wunderbar. Das ist Erde. Davon haben wir ja überhaupt nichts. Dann haben wir noch den rosa Granit. Davon werden wir noch was bauen müssen, aber erstmal über eine Runde Bett. Gute Nacht. Ja, da. Und ja, wir haben eine sehr kurze Regenerationsphase. Da sind wir wieder. Und
Womit fange ich jetzt an? Ich habe nur noch 7 rosa Granit. Wir müssen auf jeden Fall Granit noch abbauen. Ich verwurste erstmal das. Oh nee, jetzt bin ich wieder auf R gekommen. Ich brech ins Essen. Ich bin zu doof. Ich bin, glaube ich, Tastenlegastheniker oder sowas. Wirklich, ich bin zu dämlich, so 3, 4 Tasten auseinanderzuhalten. Das ist unfassbar. Wirklich, dahin, so, dann dahin, wo nach unten, ja, das ist richtig, dahin, dahin, das Ei hauen wir uns gleich weg, den Setzling setzen wir gleich aus, die Glitzwiederen werden nicht besser durchwiederholen, dann das, und du bleibst da, du kommst dahin, die Steine packen wir mal da an den Rand, aber die nicht brauchen, oh, Mann. Alien, du bist einfach doof. Was haben wir hier schon wieder? Eichensetzlinge, ist ja nicht wahr. Jetzt wird es mir die Eiche aber geben. Weg hier. Da. Guck mal, ein Schwein. Was haben wir denn da? Können wir die auf dem Treibsand können wir die nicht bauen, ne? Das wäre ja cool. Einfach auf dem Treibsand. So. Geht leider nicht. Das alles hier Treibsand. Aber weißt du was? Ich habe so viel Erde dabei. Bleib du mal da, Schweinchen, sonst gehst du gleich unter und das wollen wir ja nicht. Ich werde jetzt hier einfach mal alles zubauen mit Erde. Dann haben wir nämlich dieses Problem mit diesem scheiß Treibsand schon mal nicht mehr. Der geht mir nämlich echt auf den Zwirn, muss ich sagen. Wie oft ich schon da reingerannt bin, weil ich treffe alles, nur nicht den Treibsand. Ach. Und da noch. Und da noch. Und da unten auch noch. Alles zu. Komm ab. So, weg, Schwein. So. Ne? Haben wir jetzt hier diesen doofen Treibsand erstmal zugebaut. Der nervt nämlich wirklich. Ach ja, ich wollte die Setzlinge ja wegbringen. Was haben wir denn auf 5? Auf 6? Gewürzbaum. Ein Gewürzbaum, ne? Das ist ja schön. So, und das sind unsere Setzlinge. Die hau ich jetzt. Das ist aber nur Sand, okay. Ich jetzt einfach mal da so hin und da noch okay. fertig. So, das haben wir auch alles verbaut. Oh, ich dachte mir, ein so ein tropendes Bäumchen lasse ich hier mal auf dem Weg stehen. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Grube, in die Mine, in die Grube, genau. In die Mine und werden mal ein bisschen Rosengranit abholzen. Ab heute ein Deutsch. Was? Wir machen das einfach mal hier von hier oben. Wir müssen nicht bis da unten runter rein. Wir fangen einfach mal hier an. Ne? Und bauen hier mal den Rosengranit ab. Vielleicht fällt mir dabei auch irgendwas ein, was ich euch erzählen kann. Ja, was könnte ich denn euch empfehlen? Ich empfehle euch was. Genau. Ich empfehle euch. Ich habe ja durchaus mal das eine oder andere Mal den einen oder anderen YouTuber erwähnt, den ich nicht so toll finde, um das mal diplomatisch auszudrücken. Aber ich finde, man kommuniziert ja heutzutage viel zu häufig und viel zu häufig negativ. Alles ist negativ, alles ist schlecht. Und gerade das, was man eben nicht gut findet, das hebt man besonders hervor, damit auch jeder weiß, dass das scheiße ist. So. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde heute mal einfach was erzählen, was ich gut finde. Und was ich auch
guten Gewissens empfehlen kann. Und dazu gehören ein paar YouTuber. Das sind keine Riesen-YouTuber, das sind keine Leute, die irgendwie 798.000 Abonnenten haben. Das sind auch keine Leute, die irgendwelche Prank-Videos und diesen ganzen Dreck machen. Die machen einfach Let's Plays oder sonstige Sachen und machen das mit ganz viel Liebe, ganz viel Akribie. Die haben es einfach verdient, dass man sich das anschaut. Ne? Denn die verdienen da alle kein Geld mit, die geben da alle ihre Zeit für raus, so wie ich ja auch, und sind einfach richtig gute Typen. So, und beginnen möchte ich natürlich, wie soll es anders sein, natürlich als Gentleman mit einer Dame. Ist noch klein, aber schon eine Riesen-YouTuberin. Ihr Name ist Caro Sims. C-A-R-O-S-I-M-S. Name ist Programm. Sie ist, das kann man glaube ich ohne weiteres sagen, ein Sim-Maniac. Geht völlig auf die Sims. Ich muss ja sagen, ich selber habe ja auch die Sims 3 sehr gesuchtet eine Zeit lang. Fand das einfach absolut faszinierend, dass man sozusagen eine Welt hinabtauchen kann und mal was ausleben kann, was man in der Real Life eben so vielleicht nie machen würde, so vielleicht nie machen könnte. Und es ist einfach schön, diese Alltagssimulation, so möchte ich das mal bezeichnen, ist ja unfassbar umfangreich. Und sie ist eben nicht nur ein Sims-Fanatic, sondern sie liebt es auch, Speedbuildings zu machen. Also mit unglaublich viel Aufwand nimmt sie auf, wie sie Häuser baut. Jetzt sehen die Häuser aber nicht so aus wie die Häuser, die ich so bei den Sims baue. Ja, also irgendwie so vier Wände im Rechteck und dann ein Dach oben drauf. Nee, das sind richtige Häuser. Also könnte man sich gut vorstellen, mir kommt es immer so vor, dass sie erstmal das Ganze irgendwie am Computer designt und anschließend wird das Ganze dann entsprechend der Vorlage nachgebaut. Also so umfangreich ist das. Es ist wirklich grandios gemacht, damit das Ganze eben für den Zuschauer spannend bleibt. Wird das Ganze natürlich im Zeitraffer dann aufgenommen, dieser ganze Bau und der Pike auf, inklusive Einrichtung mit allem drum und dran. Und es macht richtig Laune. Die Caro ist eine ganz, ganz liebe. Ich mag sie sehr, ich mag ihre Videos sehr und ich möchte sie auf diesem Wege einfach ein bisschen unterstützen. Sie wird sicherlich auch ohne meine Hilfe eine große werden. Kann eine große werden, wenn sie das überhaupt will, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist sie jetzt schon eine ganz tolle Let's Playerin, YouTuberin, ja, Let's Playerin kann man jetzt so gar nicht sagen. Das ist schon einfach, ja, das ist schon Kunst in meinen Augen. Wirklich toll und möchte ich an der Stelle sehr, sehr empfehlen. Schaut mal rein, guckt es euch an, gebt ihr ein Like und vielleicht abonniert ihr sie auch. Ich freue mich da immer drauf, auf diese Speed Builds. Sie macht auch noch andere Sachen. Ne? Jetzt Rollercoaster macht sie seit neuestem. Das ist ein irres Projekt, so im Wilden Westen, der Wilde Westen, mein Gott, ist das Thema. Und da wird dann entsprechend ein Freizeitpark aufgebaut. Aber schaut es euch an, das ist Hammer. Absoluter Hammer, wie sie das in die Natur da reinbaut, aus dem Nichts da was erschafft. Das ist schon faszinierend. Also, wenn man sich vor allem vorstellt, was würde ich daraus machen? Ja, macht das schon Laune. Und das dritte, was sie eben noch macht, das dritte Projekt, das ist Trixis Lebensgeschichte. Da spielt sie im Grunde ja, die Lebensgeschichte einer jungen Frau, der Trixie, mit allem, was so passiert. Ne? Mit Beziehungen, guten wie schlechten, Alltagsgeschichten, die dann in kleinen Videos einfach dargestellt werden. Richtig schick gemacht, mit ganz viel Liebe. Lohnt sich auf alle Fälle. Ja? Also die Caro Sims kann ich nur empfehlen. Schaut es euch mal an. Und ganz sicherlich, ich kriege kein Geld dafür, wenn ich das jetzt hier empfehle. Ja? Das ist wirklich einfach nur Empfehlung, weil ich es toll finde.
Ganz einfach. Ihr könnt mir dann auch gerne schreiben, ob ihr es auch toll findet. Ja, das zweite, was ich euch empfehlen möchte, ist ein Let's Player. Einer, der wirklich Spiele verrückt ist. Aber im positivsten Sinne. Wirklich spielverrückt. Er liebt Spiele, er zockt Spiele in jeder Variante. Strategiespiele, Ballerspiele, Rollenspiele, alles was es so gibt. Das ist der gute Red Sun aus Bayern, ja. Und spielt im Moment gerade, oder suchtet, kann man durchaus schon sagen, For Honor, die Beta, wie ein Wahnsinniger, hat jetzt das ganze Wochenende durchgespielt. Moment, ich muss hier mal eben ein bisschen Licht machen. Kann ich auch durchaus verstehen. Ja, ich bin ja auch so einer, der sowas durchaus bringt. Wobei ich jetzt für For Honor einfach keine Zeit hatte. Und macht aber auch noch andere Projekte. Hat ein sehr geiles Projekt, was aber als Let's Player, das kann ich gut nachvollziehen, sehr anstrengend ist. Shadow Tactics heißt das. Sehr schöne Sache. Dann hat er immer so sonntags, ja, so ein Sonntagsprojekt ist das immer. Ja, da spielt er im Moment Darkest Dungeon. Das ist ein richtig geiles Rollenspiel, in dem auch so ein paar ja, YouTuber, mit denen er befreundet ist, die er gut findet, unter anderem auch ich als Alien, von ihm verwurstet werden. Sehr schicke Sache, ein Rollenspiel, wo man eine Party durch einen Dungeon logischerweise steuert und dort eben versucht, das dunkle Geheimnis dieses Dungeons eben zu ergründen. Richtig toll gemacht, extrem komplex, aber auch nicht leicht, macht eine Menge Laune. Auf jeden Fall lohnt es sich. Dann natürlich ganz großer Dark Souls Fan, Dark Souls 3, aber auch Dark Souls 1. Oh, ich habe Eisenerz gefunden. Verfluchte Hacke, ist ja Wahnsinn. Eisenerz, da. Ha, jetzt geht's ab hier. Spielt er also auch Eisenerz? Ich werde wahnsinnig. Es lohnt sich also wirklich hier reinzugehen. Und, sorry. Ja, Dark Souls 3, Deus Ex spielt er noch. Was macht er noch? Also, ach ja, und Stardew Valley. Stardew Valley ist ein richtig witziger, eine Farmsimulation, Lebenssimulation, von jedem etwas. Witzig gemacht, von einem einzigen Programmierer entwickelt und sehr geil anzuschauen. Lohnt sich auch auf alle Fälle. Ja, und den möchte ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Weil er eben auf witzige Art und Weise mit ganz großer Hingabe, na komm mal her, ja, komm mal jetzt nochmal hoch, kannst du mal da hochspringen, so. Diese Spiele kommentiert und macht, es lohnt sich also. Es ist nie langweilig, es ist immer spannend. Und er ist ein sehr kommunikativer Typ, also ihr könnt ihm auch schreiben, ihr kriegt auch eine Antwort. Macht also echt Laune, da einfach mal zuzuschauen. Als drittes, auch sehr, sehr, sehr toll, hätte ich eigentlich als zweites nennen müssen, ne? Ist auch eine Frau. Wer hätte es gedacht? Ist die Zuckerprinzessin. Die Zuckerprinzessin ist sie spielt eigentlich, glaube ich, Konsole, fast nur Konsole, oder ich glaube sogar ausschließlich Konsole. So Final Fantasy 15 und 14. Eigentlich gar nicht so mein Ding, bin durch Zufall auf sie gestoßen und habe mir gedacht, naja, man muss ja allen mal eine Chance geben, muss ich das mal anschauen. Ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut, wie sie das macht, auf so eine sehr entspannte Art und Weise, aber hin und wieder meckert sie auch mal. Das finde ich immer so, ja, was war das? Habe ich das jetzt geworfen? Ich dachte, das könnte ich essen. Also macht richtig Laune, ihr da zuzuschauen und zuzuhören. Und es lohnt sich auf alle Fälle. Uncharted hat sie jetzt gespielt, ist aber glaube ich mit durch, wenn mich nicht alles täuscht. Und bin noch nicht bei der letzten Folge, weil ich immer so viel zu tun hatte.
Bin ich noch nicht ganz durchgekommen mit allem, aber ich meine, sie hat es jetzt durchgespielt. Hat eine ganz, ganz angenehme Stimme, ist eine total Liebe. Möchte ich euch sehr empfehlen, einfach mal reinzuschauen, ihren Kanal sich anzuschauen. Und ich glaube, sie freut sich über jedes Abo. Verdient hat sie es allemal. Ja. So, alle guten Dinge sind drei. Ich möchte aber gerne vier vorstellen. Der vierte ist auch ein Let's Player. Ist ein ganz besonderer Let's Player. Ist mein persönlicher erster Abonnent gewesen. Und meinte, du hast auf jeden Fall die Fähigkeit, ein Großer zu werden, waren seine Worte. Ich glaube, der hat es nur gesagt, damit ich weitermache, weil ich ihm Tipps geben soll für The Witcher. Auf jeden Fall. Er ist ein richtig guter Zocker, spielt auch The Witcher 3. Aber eben auch, habe ich den hier wieder gemacht, Dammtake. Aber eben auch, ja, Rollercoaster im Moment nicht mehr. Es ist einfach zu zeitaufwendig geworden. Aber nicht Deus Ex, Dark Souls 3 spielt er. Macht sehr viel Laune dazu zu schauen. Und er hat unglaublich viel schon gespielt. Ist auch schon ein bisschen größer als wir alle im Grunde, ja, also hat fast 300 Abonnenten oder 200, über 250, irgendwie sowas. Also aus der Riege von denjenigen, hier so empfehle, ist er schon eigentlich der Größte oder einer der Größten. Aber das macht ja nichts, ne? Er hat es auf jeden Fall verdient, weil er einfach ein ganz, ganz netter ist. Und jeder, der nett ist, wird auch von mir unterstützt. Ja, und deswegen möchte ich euch den Almo auf jeden Fall ans Herz legen. Schaut auch mal auf seinem Kanal vorbei. Ist ganz witzig, wie er das alles kommentiert, eben auch nicht so steif. Immer nur, ich gehe jetzt hier rein, jetzt mache ich dort was platt. Ja, habe ich jetzt geschafft, jetzt bin ich fertig. Nee, ist lustig, macht Spaß. Ist gut anzuhören und alles einfach üben. So möchte ich das mal sagen. Deswegen macht es auch Sinn und ist es auch vernünftig, diese guten Typen zu empfehlen. Ja, das waren die ersten vier. Ich werde sicherlich noch mal mehr Leute empfehlen, wenn ich hier durch die Gegend marschiere und irgendwelches dummes Zeug hier verursache. Aber das soll es erstmal gewesen sein mit meinen Empfehlungen. Schaut mal rein und sagt mir mal, ob ich nicht recht hatte, ob die nicht wirklich, ich finde, die haben es alle verdient, große zu werden, beziehungsweise überhaupt erstmal mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ja, ich kann zwar nicht viel Werbung machen, weil meine Range ist ja doch durchaus von überschaubarer Größe. Aber das, was ich machen kann, das tue ich gerne. Und da stehe ich auch zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von euch, wenn er dann sagt, okay, ich schaue mir das mal an, dann enttäuscht ist und sagt, du hast denn dafür Mist empfohlen. Nein, ganz sicherlich nicht. So, jetzt muss man überlegen, wie ich hier weitermache. So, erstmal müssen wir hier Dreck hinbauen, was okay ist. Wir haben so viel davon. Weg, 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 weg. Und dann dahin. Aber es wird so langsam, ne? Es wird wirklich so langsam. So, baue ich jetzt einfach hier über den Fluss? Wird mir gerade sein. Da ist ja schon. Boah. Und doch einfach hier durchbauen. Ja, ich mache das lieber so. Auf, machen. Kann ich auch direkt hier bauen. So. Möchte eigentlich ungern so viel von dem Wasser wegnehmen. Und dann
Hau hier durch, oder? Durch hier durch. Lass das Feld. Ah, ich möchte jetzt. Machen wir den da am besten den Anschluss. Lass mal schauen. So. Haben die hier überhaupt sowas wie. Naja, das ist sowas ähnliches wie eine Straße, ne? Eigentlich nur alt Eichenholz, was sie hier hinbauen. Also, nee, Sandwege überall. Ah, schau an, dass die haben nur Sandwege gebaut. Bis hier hin. Dann baue ich doch einfach jetzt hier mal durch, so. Einfach nur, damit ich das erstmal überhaupt hier... So. Eiche können wir eh noch gebrauchen, macht also gar nichts. Ah, jetzt kommen wir also aus. So. Aber wir müssen das alles, diese ganzen Setzlinge, die ich hier einsammle, muss ich gleich irgendwo anders noch hinbringen, weil ich habe keinen Bock, die alle zu behalten. Dann die Eiche hier auch noch weg. So. Auch weg. So. Da musst du leider auch dran glauben. Okay, was haben wir da? Ist auch Eiche, ne? Ja, ist alles Eiche. Okay. Eiche dann auch noch weg. Und dann bauen wir einfach folgendes. Den Rosengranit hier weg. Schon widerspenstig, ne? Ja. Ja, das wird was. Ja, und ansonsten, ich würde ganz gerne von euch mal Vorschläge haben. Ja, sagt mir mal, was ihr so gerne hättet. Ich versuche es dann gerne umzusetzen. Also ich versuch's. Ich mache keine Versprechungen, ja. Ich verspreche euch nur, dass ich alles versuche, eure Wünsche zu realisieren. Weil meine Fähigkeiten hier zu bauen sind dann doch noch ein wenig limitiert. Ja. So. Schaut an. Jetzt machen wir hier mal weg. Nee. So, 3. So, dann baue ich jetzt hier einfach mal rüber. Nö? Das wird so langsam. Mal 3 breit. Ach. Wir zähmen die Natur. So. Glaube ich. Bin mir da noch nicht so sicher. Und Duck. 19 Stück haben wir noch. Guck mal, ja, Sand können wir auf jeden Fall noch gebrauchen, weil ich möchte irgendwas. Habe ich. Ich weiß gar nicht, habt ihr das mitbekommen? Noch? Oder. Ja, genau. Das war perfekt. Oder war das in einer der Folge, der beiden Folgen, die ich gelöscht habe? Ich möchte gerne was mit Sand, mit Glas machen. Ja? Also ich möchte mich dann so ein bisschen experimentell auch mit Glas befassen. Ich hau jetzt einfach mal hier alles ab. Ja, ich hau jetzt mal hier den ganzen Sand weg. Und daraus kann man wunderbar Glas herstellen. Du musst natürlich auch weg. So, und ich glaube, wir müssen dann, wenn ich hier entlang bauen will, müssen wir noch einen weiter rüber, ne? Ja. Dann müssen. Das ist auch nur Sand, ne? Okay. Dann müssen wir hier noch einen rüber.
Und da muss erstmal wieder Sand hin. Den Sand hin nehmen wir mit. Darunter, den hätten wir eigentlich auch noch komplett mitnehmen können. Und ersetzen können durch unseren, durch unsere Erde, die wir hier so haben. Ah, ich habe so viel Erde. Was sehe ich denn da? Da ist ja auch noch ein Gebäude. Da müssen wir mal schauen, wie ich da am besten dann baue. Ich baue jetzt erstmal hier hin. Und dann denke ich, werden wir da wahrscheinlich auch noch mal hinbauen. Aber hier brauchen wir auf jeden Fall, ja, weil hier kommt Geländer hin. Ja. Ja, wie gesagt, wir bauen jetzt hier unseren Weg zum Dorf und von da aus, wenn wir den haben, dann möchte ich irgendwas anderes noch machen. Vor allem möchte ich dann mal dass ich mein Häuschen ein wenig gestalte. Da muss ich aber ganz ehrlich zugestehen, da fehlt mir noch so ein bisschen die Inspiration. Ich hoffe, dass da noch irgendwas, irgendeine Eingabe kommt. Oh ja, ein Scheiß. Ich habe da noch mehr Erde. Noch nicht dabei. Okay. Ja, und ich hoffe natürlich auch, dass der eine oder die andere von euch auch sich noch entschließen kann, mir einen Tipp zu geben. Für diese Folge brauche ich die nicht mehr, weil diese Folge beende ich jetzt hier. Ja, wir haben doch ein bisschen was geschafft. Ich habe euch ein paar Empfehlungen ausgesprochen. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Der Weg, ne? Der tut da, tut sich was. Ich werde den jetzt gleich noch weiterbauen. Seht ihr dann in der nächsten Folge, wo das dann noch hinführt. Und hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Ich auf jeden Fall. Macht's gut. Ciao. Ich wünsche euch nur das Beste. Gebt mir ein Like, ein Abo und empfehlt mich weiter. Tschüss, euer Alien.